Benutzt einfach den Kompass, den ihr gemacht habt. Oder die Uhr. Darin kannst du die Zeit ablesen und daher weißt du, wo die Sonne steht. Beziehungsweise welche Richtung das ist. Im Vor allen Dingen Nether. im Nether. Ja. Oder buddel dich Mann. einfach nach oben. Ja, weil dann kommst du Ach, irgendwann in Moment, den. im Nether. Ah, der Grosch ist Oh, Mist. gefallen! Gerade so voll langsam gerattert. Im Nether. Oh ja, weißt du, da unten. Moment. Man kann nur nicht Treppen steigen. Man kann nur Treppen runterfahren. Ihr seid nicht behindertengerecht gebaut, eure Burg. Das ist richtig, deswegen verpiss dich gefälligst. Boah, das war jetzt frech. Wunderbar. Ja, schon. Ich frage mich, wie hast du denn an mich und Petersen weggemacht? Peter mit einer Melon und den anderen. Du hast mich schon mal gar nicht weggemacht. Okay, dann habe ich Christian mit einer Melon. Du bist Petersen aber umgefallen. Naja, die Manex haben mich dann gemacht. Nee, die Manex haben dich getötet, ja. Ja, da waren so viele. Nee, ich nee, hab die halt Manex haben dich getötet. Wann hast du Manex? Nee, Na, Peter, ich glaube, das war die Melon. Sepp, ey, du bist halt einfach ein geiler Typ, ey. Es gab aber. Oh, 138, Alter! Das ist schon hart. Ja, ich hätte keine gekauft. Spacko hat sich halt davor gesetzt. ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Sepp. Was ist denn, was hat Sepp gemacht? Oh, Sepp ist rechts in die Seite gefahren und Peter ist dem hinten reingedonnert. Alter, Sepp, was hast du denn da gemacht? Wie bist du auf einer geraden Strecke rechts in die Wand gefahren? Ich glaube, Sepp hat gerade Sekundenschlaf gehabt. Bist du noch da, Sepp? Sepp, Alter, du bist so ein Oberschlag. Was hat er denn gemacht? Ja, Sepp ist auf der geraden... Das Ding erstmal weg. Oh, da ist ja noch einer! Da ist noch eins, Vorsicht, Peter. Ja, deshalb meine ich, da ist ja noch eins. Geschrien. Ja, männlicher Schrei war das. Das auf einmal daneben. Ja, dass ich dachte, das war Kevin allein ins Haus, wo der Marv da an den Stromkasten packt. Ey, ja, stimmt, der Marv. Das wäre ja uncool, dass er so ein Fass war. Ich dachte, mein letztes Sekündchen hätte geschlagen. Da muss erstmal einer treffen. Hol dir die Münzen. Jawohl. Oh, nice. Ja. Ja, das Boah, hab ich auch. Ich hab gewartet, bis Sepp auf der Mitte der Strecke ist, damit ich den treffen kann. Ey, Sepp, nicht in die Bananen fahren. Das oh, kann ich leider nicht steuern, wenn meine blöde Pflanze das macht. Sepp, nicht in den Abgrund fahren. Hast du mich gerade runtergeboxt, du Arsch? Nein, hab ich nicht, du Mongo. Ich bin hier mit drei blauen. Wie kann man nur so runtergeboxt? Wie kann man nur so besessen sein, Sepp? Alter, du bist echt besessen. Du hast mich runtergeboxt. Du bist richtig hart besessen, dass ich dich runtergehauen hab. Ich kämpfe noch. Natürlich, Alter. Ich kämpfe dich jedes Mal. Alles nur gegen dich verwenden würde. Ja, das weiß ich nicht, aber ich sehe doch, was oh, Scheiße, ey, ich schick zu dir Pastor Babel, ja, der soll dir den Teufel austreiben. Dann burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Genau. Ba, 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 baby, burn. Genau. Das wolltest du auch sagen, oder? Nein. Ja, genau. Muss ich's doch. Ja. Muss man halt auch erst. Ey, Bram, lebst du eigentlich noch? Hm. Okay, das ist gut. Oh, nein, das tut dir nicht. Ey, Bram, lebst du eigentlich noch? Scheiße! Kennst du diesen Moment, wenn die Kugel an deinem Kopf vorbeifliegt und du nochmal dein ganzes Leben vor dir siehst? Alter Vater, war das knapp. Meine Aussagen tun sich definitiv nicht, sie wissen schon. Sich gegenseitig auseinanderficken. Oha, okay. Ja, doch. LOL, wäre ja voll geil gewesen. Aber du verreckst jetzt, vor mir. Wird. Du verreckst vor mir, Freundchen. Das weißt du doch gar nicht. Wenn dann in der gleichen Runde. Also, da du nicht überlebst und ich nicht, dann ist absolut die Dinger unmöglich. Fallen doch im Zweifel in Wasser. Wochenende! Du bist vor mir gestorben! Wochenende! Yes!
Was für ein geiler Schuss, Junge. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Ja, wollte ich. Oh, lol. Oh, mich haben zwei gerammt. Alter Vater. Was ist denn jetzt passiert? Was ist ja? Oh, Scheiße! Oh, ich hier geil gefahren. Okay. Oh nein, ich bin gegen Jay gefahren! Ich bin gegen Jay gefahren. Ich bin weggeflogen, weil ich gegen Jay gefahren. Alter, ist das ein Rage-Game? Das ist kein Trash, das ist mega geil. Ich würde auch sagen, das ist kein Trash. Ja, ich finde, allerdings muss ich sagen, fehlt mir der Umfang, finde ich echt wenig für 12 Euro. Ja. Also das halt muss man, das muss ich anmäkeln. Also, wenn wir jetzt wirklich tatsächlich alles gezeigt haben sollten, finde ich das. Für 12 Euro, das ist im Angebot, finde ich das teuer. Singleplayer, ne? Ha! Wow! So, ey, Jungs, wäre cool, wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet. Hier sind mittlerweile zwei bewaffnete Typen, die uns als Geisel nehmen wollen. Wo bekomme ich denn die Entlassung? Oh, Sepp, jetzt gib Gas! Wir müssen Gas geben. Oder Witz? Danke. Ja, ich krieg gerade die Entlassungspapiere. Ja, unsere Freunde werden ja auch nur gerade als Geisel genommen, wa? Dann sind die fucking Entlassungspapiere wichtig. Was, Sepp, jetzt kommt? Scheiße. Boah, Bürokratie war ein altes, Alter. Ich brauche keine Krankschreibung, danke, ich bin selbstständig. Ist ja kein Zeitdruck. Sollen wir einfach schon mal fahren, Bram? Ne, ich finde, der ist ja sofort fertig. Jetzt können wir auch noch kurz warten. Ja, dankeschön, dankeschön. Siehste? Dir noch einen schönen Tag. Ja, schöner Tag. Tschüss. Ciao, jetzt komm. Boah, ich komm mal. Komm hier hin. Und womit isst man das dann? Oder ist das nicht so? Also wie ein Backofen-Korb ist jetzt zugemacht. LOL! Ja, ich weiß, voll krass, Alter. Backofen-Korb ist, Junge, ist richtig übertrieben hart, Junge. Erstmal voll abgehen! Backofen-Korb! Lucky Pie! Apple TV! Backofen-Korb! Lucky Pie! Oh, nee! Backofen-Korb! Apple TV! Backofen-Korb! LOL! Das ist absolut falsch! Backofen-Korb! Lucky Pie! Apple TV! Backofen-Korb!